So, Lulu ist immer noch bei Z. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Lulu und Leon Family and Fun. Ja, und wir sitzen mal wieder am Tisch, weil ganz, ganz viele gefragt haben, könnt ihr mal wieder in den Rossmann und ein bisschen was shoppen oder in den DM? So, und da haben wir uns überlegt, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal, dass Lulu shoppen war oder Leon einfach da war und irgendwas gekauft hat. Jetzt wollen wir das Ganze aber ein bisschen pimpen. Das heißt, ich habe Buchstaben auf die kleinen Zettel geschrieben. Ich habe sie wie so lose hier in die Schale gepackt und zwar von A bis Z. Und die Aufgabe ist es, jeder von den beiden zieht 5 Lose. Welchen Buchstaben er gerade kriegt, beispielsweise D, zieht Leon, dann muss er mit dem Anfangsbuchstaben D aus dem Rossmann einen Artikel kaufen. Mit D, weiß nicht, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Deo zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel ein Produkt. Und genauso wird das Ganze ablaufen. Die beiden ziehen im Wechsel jeweils 5 Lose. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Leon startet. Ja, jetzt zieht Lisa 1. Das zweite. Das dritte. Vierte. Und das fünfte. So, jetzt können wir die Buchstaben mal aufdecken. Ich habe ein A, das weiß ich jetzt schon. Ein N. Ein N, ein A. Ein A. C. Ein C. Oh ja, da fällt mir aber was ein. Ein Z. Z. Soll ich denn damit anfangen? Z. Zahnpasta. Zahnpasta, ja. Lulu kauft sich eine Tube Y. Zahnpasta. Was soll ich damit machen? Y ist natürlich sehr schwer. Mit Y. Ich glaube. Toll. Ich hab G. Was soll ich damit denn machen? Ah ja, geil. Ist schwierig, also Z, Zahnpasta geht noch. Y finde ich sehr, sehr schwierig. Da fällt mir jetzt ad hoc überhaupt nichts ein. Vielleicht sieht man das ja vor Ort, wenn man durch die Regale geht, dass einem irgendwas mit einem Y ins Auge fällt. Ich habe keine Ahnung. Leon hat, also um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ein H, ein O, ein N, ein T und ein E. Ich denke, da kann man mit arbeiten. Ein Y, ein Z, ein G, ein C und ein A. Also, ich bin sehr gespannt. Nein, das aber ist ja... Doch, was soll ich denn davon kaufen? Von Z, G, Y oder C oder A? Ja, das werden wir sehen. Also, diesmal ein bisschen schwieriger. Wir machen uns jetzt auf in Rossmann. Gucken wir mal, ob wir was Passendes zu den Buchstaben finden. Also, bis gleich. Suchen. Und welchen Buchstaben suchst du denn als erstes? Die Buchstaben da drinnen, ne? N. N. Was passt dir denn dazu? Nudelholz. Ja, man könnte aber auch ein... Ach, hier so eine oder eine Zahnpasta. Wolltest du hier Buchstabe N suchen? Ja. Nüsse. Nüsse. Nüsse gibt es ja hier. Walnüsse. Nüsse. Tücher oder was? Ja, sind auch Nüsse. Hier, Nussmix. Das fängt auf jeden Fall mit N an. Dann nehmen wir das halt. Buchstabe N. Okay. Das nicht. Was nimmst du noch? N ist weg. N ist weg. So. Ja. Bin ich gespannt. O. 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 O.
Glam. Was? Glam. Glam? Wieso hast du G? Ja. G für Glam? Ja. Ein Gloss. Ja, okay, das zählt. Gloss. Lipgloss. Ja, gut. Eine Sache. Eine Sache, Buchstabe G. Packst in deine Hose. Ist verschwunden. Ja. Aber ich weiß nicht, was mit Z ist. Gibt Zahnbürste, Zahnpasta, Zahnseide? Zahnseide, ja. Oder A. Zahnstocher kannst du auch kaufen. Oder A. Albert Einstein. Das war's für ein Klo. Creme. Du. Cherie? Was ist denn Cherie? Mhm. Oh, das riecht aber gut. Also das nimmst du für C. Cherie. Geschickt. Oder das hier? Nee, warte mal, wo ist Cherie? Cherie, Cherie, Cherie. Wo stand denn das? Hier. Also ist das, nicht. Das ist es nicht, wir müssen mal suchen. So, Cherie ging nicht, deswegen Cute. Buchstabe C, das ist das. Das sind die Nüsse von Leon. Ja. So, jetzt sag mal, welchen Buchstaben nimmst du? Ich nehme einfach E. E? Was gibt es da? E. Elfenbein. Elfenbein? Ja, das wirst du nicht kriegen. Das nehmen wir auch nicht. Was gibt's denn hier? Hier ein Energy-Riegel. Ja. Ja. Oh. Da. Protein. G-E. E-Fettig. Ach, E hast du. Ein Energieriegel, okay. Ja, nimm. So, das nehme ich. Dann jetzt bist du wieder, Buchstabe. Z. Also, die Zahnpasta. So, wir sind immer noch bei Z. Also. Ein Zungenreiniger, fängt auch mit Z an. Was macht das? Kannst du die Zunge mit reinigen. Oder hier, guck mal, die ist auch cool. Eine Zahnbürste. Na, ist schwierig. Was macht der Zunge? Der reinigt deine Zunge. Da gehst du rüber mit der Bürste und dann reinigt der deine Zunge. Okay, ist die Zunge dreckig? Da sind immer Beläge drauf, ne? Also ein Zungenreiniger. Ach, mal was ganz anderes. So. Leon hat sich irgendwie auf Essen spezialisiert. A und Y. So, jetzt gehe ich aber erst wieder zu Leon. Glaub, ich bitte. So, bei welchem Buchstaben bist du jetzt? H. H. Und du hast was in der Hand? Handschuhe. Hobbyhandschuhe. Ach du lieber Himmel, wolltest du mir im Garten helfen? Handschuhe, Hobbyhandschuhe zu Buchstabe H. Guck mal, und ich habe eben noch gesagt, Leon hat sich auf Essen spezialisiert. Ja, jetzt und hast du Handschuhe. Auch was für A. Sehr gut. Für A. Augentuchmaske. Oh. Ja, perfekt. Ach, kommt auch weg. Da wird nur noch Y. So, welchen Buchstaben hast du jetzt noch? Das ist O. O. O, oh, wie O. Oh. Bin ich gespannt, was er für O holt. So. Leon sucht da hinten. Ist da was mit O? Hm? Ich sehe auch nichts mit O. Hm. Tja. Hier vielleicht. Das sind Dosen. Ja, und schwierig, ne?
ein Knochen fängt mit K an. Hier, One. Katzenfutter, aber das ist Katzenfutter. So, jetzt ist was eingefallen. Leon? Olivenöl. Leon hatte doch noch Tee, ne? Öl. Hier, guck mal. Rapsöl, es ist Öl. Oder wolltest du Olivenöl, damit es. So, dann nehmen wir Olivenöl. Haben wir mit abgedeckt. So, Buchstabe O ist weg. So, du hast jetzt welchen Buchstaben? Und ich habe auch das Gefühl, aber das ist das zweite. Ja. Nimm erst gerade einen anderen Buchstaben. Ich habe keinen anderen. Doch, einen noch. So, Lolo, dein Y ist da. Joghurt. Gams. Da ist es. Lolo ist vollständig. So. Ja, ich weiß, weil du die unbedingt haben wolltest. Die legen wir jetzt erstmal hier hin. Aber das zählt zum Y. Jetzt haben wir nur noch einen Buchstaben und das ist Buchstabe T, ne? Ich hab doch für T. Also, dann mal los, Leon. Ja, du kannst ja mit Leon zusammen. Und Leon war doch schon beim Essen. Leon hatte gerade schon die Idee hier, Taschentücher. Oder Tintenkiller. Hat jemand zufällig ein W? Nein, oder Tintenkiller. Tintenkiller. Wo ist Leon denn? Oder Tintenkiller, Leon, habe ich gerade schon gesagt. Nee, ja, dann auf zu den Taschentüchern, die sind da hinten. Ja, Leon hat sich jetzt aber die Taschentücher in den Kopf gesetzt hier. Genau, das sind Taschentücher. Sind da meine bestimmt weg, Dina? Du hast die Auswahl zwischen ganz tollen Taschentüchern, Mickey Maus und Goofy. Ich nehme die einfachen. Du nimmst die einfachen. Ja, dann pack ein. Das hier, ja. Das sind mehr, ja. So einen großen Packen direkt, oder was? Ja. Okay. So, dann sind wir vollständig. Ja. Das liegt jetzt in unserem Wagen. So, und das zeigen wir zu Hause nochmal, ne? So, wir sind jetzt wieder back in the house. Und jetzt zeigen wir zu den jeweiligen Buchstaben jetzt unsere Sachen, die wir gekauft haben. Ja, Leon ist der Knaller. Also, ja, fang mal an, Lulu. Y. Das war sehr schwierig, aber wir haben Joghurtgums. Genau, Joghurtgums. Also das zu Y. So, und du? Ich nehme hier N. Ja, was hast du zu N rausgesucht? Nüsse. Nüsse, ganz genau. Da hat er sich den Nussmix ausgesucht, ne? Genau. Und ich hatte für Z einen Zungenreiniger. Ach ja, der tolle Zungenreiniger für Z. Ja, stimmt. Und du? Dann habe ich hier noch E. E, da hast du dir den Energieriegel. Genau. Ganz schön groß, finde ich. Ja, da bist du auf jeden Fall satt danach. Ich hatte für A die Augentuchmaske. Ah, perfekt. Passt zu mir, ich habe immer Augenringe. Und du? Bei T die Taschentücher. Aber den Big Pack hast du dir ausgesucht, ne? Genau. Bei C habe ich ein Cute-Parfüm von... Larif. Genau, das, ich glaube QT heißt das, ne? Cute. Ja, Cute wird, aber hinten... Cute Woman. Ja, QT, glaube ich, heißt das. Ist ja egal, fängt mit C an. Ja. So, und du? Bei U hatte ich das. Still, da sind wir nur auf Olivenöl gekommen. Oder irgendwie Oliven oder so. Ne? Wären wir im Supermarkt gewesen, hättest du Oliven kaufen können, aber jetzt hast du das Olivenöl. Bei G habe ich Gloss. Gloss. Der ist so geil. Ich mach den immer drauf. Der ist durchsichtig, glänzt. So, haben wir noch einen Buchstaben? Ja, H, aber der ist nicht hier, aber Handschuhe. H ist nicht da, dann habe ich das wahrscheinlich noch in meiner Hosentasche, ne?
Leon hatte auf jeden Fall Haar und da hast du dir die tollen Handschuhe, Gartenhandschuhe, die hießen, warte mal, lass mich nochmal, genau, die Hobbyhandschuhe. Beides mit Haar. Genau, das kann man exakt durchgehen lassen. So, und bei dir als letztes? Ich hab das war schon angefangen. Ah, sind wir schon durch. Stimmt, du hast angefangen. Genau, das waren die Produkte. Also bei Lulu hat sich das tatsächlich bis auf die Joghurtgums auf Kosmetikprodukte rausgestellt. Und bei Leon, da geht es gar nicht um die Kosmetik, da geht es ums Essen, also Energieriegel, Nüsse, Olivenöl, ja, die Handschuhe und wenn du mal eine laufende Nase hast, die Taschentücher. Genau. Also ich fand das sehr, sehr witzig mal zu machen. Wir können ja mal ein paar 2 von machen. Genau, wir können ein paar 2 von machen, nehmen die Buchstaben, die wir jetzt hatten, raus. Und oder wir fangen nochmal komplett neu an. Ja, fände ich eigentlich besser. Sagen, ja, das, wir ziehen nicht exakt die gleichen Buchstaben. Leon, hast du vor, in den Garten zu gehen? Nö. Achso, willst nur gucken, ob sie passen, ne? Ich glaub, ja. Ich bin so gespannt, denn, wie diese Dinge ins Zungenbürste. Das, sag mal, es sieht so komisch aus. Es sieht sehr interessant aus. Es sieht so komisch aus. Aber da ist auf jeden Fall so ein Ding abgebildet. So. Ja, da steckst du dir, musst du halt so, yummy. Ja, richtig toll. Ne? Oh. Na gut, also wie ich sehe, Leon. Ihr seid sehr angetan von euren Produkten. Toll. So, also es gibt auf jeden Fall ein paar 2, hat euch Spaß gemacht. Ja. Dann würde ich sagen, sagt mal tschüss ihr 2. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ne? Oh. Ja, warte. So.